Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Jubelpaare, liebe Schwestern und Brüder, die Sie, die Jubelpaare, hierher nach Eichstätt begleitet haben, seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen zusammen die diesjährige Willibaldswoche beschließen zu können. Ich heiße Sie auch willkommen im Namen meiner Konzelebranten, die dann für die Segnung nach der Predigt bereitstehen werden. Das ist der aus unserem Bistum stammende Weihbischof in Sucre in Bolivien, Adolfo Bitschi, der wie der heilige Willibald ausgezogen ist als junger Kaplan und in die Mission nach Bolivien ging. Das ist Domkapitular Emeritus Karg, das sind die beiden Diakone Heim und Rieger. In unser aller Namen willkommen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Jubelpaare, es ist uns wichtig, dass die Jubelpaare in der Willibaldswoche eingeladen werden, nicht an irgendeinem anderen passenden Termin. Ich glaube, es gibt keinen passenderen als die Willibaldswoche. Denn in der Familie, von der Ehe des heiligen Richard und der heiligen Wunna ausgehend, nahm der Weg Willibalds seinen Ausgang. Am Anfang der Mission hier in Eichstätt steht nicht nur Willibald, da stehen die Eltern, da steht die Familie. Dort hat Willibald die Liebe zu Jesus Christus entdeckt und zu leben begonnen. Die Eltern waren es, die ihn befähigt haben, dieses Werk der Mission schließlich anzutreten. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass Sie, die Jubelpaare, hier in der Willibaldswoche an das Grab pilgern und mit uns zusammen gemeinsam Dank sagen. Das wollen wir jetzt in dieser Stunde tun und seien Sie willkommen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben.
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, aus Liebe zu deinem Sohn hat der heilige Willibald die Stätten des Lebens Christi aufgesucht und als Glaubensbote unserem Volk das Evangelium verkündet. Hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu leben und treu zu bleiben im Glauben an Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Korinthers, Vers 6, 13 bis 15. Schwestern und Brüder, niemanden bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in den einem Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wort des lebendigen Gottes. Ich habe noch eine zweite Lesung und die steht bei Römer 15. Schwestern und Brüder, wir dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns soll dem Nächsten zu Gefallen leben, zum Guten und zur Auferbauung. Denn auch Christus hat sich nicht selbst zum Gefallen gelebt. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, darum nehmet einander an, wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht auf die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammer und keine Scheune und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um das Übrige? Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Und darum auch ihr, sucht nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt und ängstigt euch nicht. Denn nach all dem streben die Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Vielmehr sucht sein Reich, dann wird euch das andere dazugegeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wo ist nur die Zeit hin? Wie schnell sind die Jahre des gemeinsamen Weges verflogen? Solche Gedanken sind Ihnen, liebe Jubelpaare, angesichts Ihres Ehejubiläums sicher durch den Kopf gegangen. Die Zeit vergeht so schnell, deshalb sind wir immer in Eile, immer auf Trab und in Hektik. Das lässt mich an einen Song der niederbayerischen Band Heindling denken. Ich versuch's einigermaßen im niederbayerischen Dialekt Ihnen vorzutragen, wenngleich das für einen Franken nicht ganz einfach ist. Schickt's euch, keine Zeit, so is er mois Leben. Hauptsache ist, mir sind wir gesund, als andere wird sie geben. Keine Zeit, Zeit ist Geld. Da werden wir mir nichts ändern, so ist auf derer Welt. Schickt's euch, beeilt euch, keine Zeit, so ist halt das Leben. Liebe Jubelpaare, Jubiläen und vor allem kirchliche Feste laden ein, aus dem Schnellzug der Zeit auszusteigen. Gerade religiöse Feste wollen eine Unterbrechung, ein Stopp sein, um innezuhalten und im Lichte Gottes auf das Leben zu blicken. Heute lädt sie die Kirche zu einem Stopp ein, damit sie sich Zeit nehmen, um dankbar zurückzublicken und hoffnungsvoll vorauszuschauen. Ich möchte Ihnen drei Anregungen dafür mitgeben. Eine erste Anregung: den Blick zurück nehmen auf Gottes Spuren im Leben. Den Blick zurücknehmen auf die Spuren Gottes in unserem gemeinsamen Leben. Bei genauerem Hinsehen kann der gläubige Mensch
Spuren des oft verborgenen Wirkens Gottes in seinem Leben entdecken. Die zu entdecken oder sich neu bewusst zu machen, sind Sie heute eingeladen. Für den Christen eröffnet der Rückblick auf den Lebensweg mit diesen Spuren Gottes den Ausblick auf die Zukunft Gottes. Im Alten Testament schärften die Propheten dem Gottesvolk den Rückblick auf die Großtaten des Herrn ein. Die Propheten waren nicht die Hellseher der Zukunft, sondern die Ermunterer für die Menschen, den Blick in die Vergangenheit zu nehmen und nachzuspüren, wo Gott am Werk war, damit sich Zukunft eröffnet. Aus der Erkenntnis des Wirkens Gottes in der Geschichte erwuchs die Verheißung, dass es Zukunft gibt. Denn der Gott, der in der Geschichte mit den Menschen unterwegs war und ist, will auch mit ihnen in die Zukunft gehen. Aus der Rückschau mit den Augen des Glaubens erschließt sich Zukunft, wächst Hoffnung. So sind Sie eingeladen, liebe Jubelpaare, Stationen und Etappen Ihres gemeinsamen Weges zu betrachten. Die Zeit des ersten Verliebtseins, die Heirat, die Familiengründung, die folgenden Jahre mit all den Höhen und Tiefen, mit den Schwierigkeiten und Problemen und Krisen, Sorgen um die Kinder und Angehörige, Krankheiten. Und vielleicht trugen sich auf diesem Weg Entwicklungen und Wendungen zu, die nicht planbar waren. Da war möglicherweise da und dort eine unsichtbare Hand im Spiel, die Gutes bewirkte. Und manches, was sich zutrug und zunächst schmerzte, stellte sich gleichfalls später als gut heraus. Kleine Goldkörnchen des Beistands Gottes, verborgen unter dem Geröll des Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, es ist kostbar zu erfahren, dass Gott mit mir, mit uns Lebensgeschichte schreibt, dass Gott unser Co-Autor der Lebensgeschichte ist. Aber diese Erkenntnis tut sich erst im Rückblick, in der Rückschau auf. Aber sie lässt Hoffnung schöpfen für die Zukunft. Hoffnung. Gott möchte Co-Autor unserer Lebensgeschichte bleiben und sie zu einem guten Abschluss bringen. Wir als Paar dürfen uns geborgen wissen, denn Gott will mit uns sein. Ein zweiter Impuls, Versöhnung suchen. Jedes Leben weist Ereignisse auf, mit denen man hadert, weil sie schmerzlich, verletzend waren oder die Lebensqualität vermindert haben. Etwa versagte Wertschätzung, Benachteiligung, Ausschluss aus Kreisen der Verwandtschaft, üble Nachrede, körperliche Leiden, seelische Leiden. Oft hat man gar keine Einflussmöglichkeit, um etwas positiv zu verändern. Die Wunde schmerzt und sie arbeitet ständig im Inneren. Manche dieser Negativerfahrungen hängen auch an Menschen, mit denen in inneren Frieden zu leben, überhaupt nicht klappt. Wir kennen die Negativspirale des gegenseitigen Aufrechnens in solchen Lagen. Die eigene Verletztheit und der innere Zorn machen einen zum scharfen Beobachter der Fehler und Schwächen des anderen. Sorgfältig wird im Geiste Buch geführt, was der andere falsch macht, und zur rechten Zeit wird ihm alles vorgehalten. So entwickelt man sich zum Spezialisten für die Fehler anderer Menschen, für die Fehler des Partners. Der Einhalt, zu dem das Jubiläum einlädt, bietet die Chance zur Versöhnung mit solch belastenden Lebenserfahrungen und zum Auffinden des inneren Friedens. Versöhnung schenkt Lebenskraft
und lässt uns erfahren, dass wir Kinder des einen Vaters im Himmel sind. Und sein Himmel ist für uns alle gedacht. Dort gibt es keine Trennwände. Er wird uns dort nicht in Neigungsgruppen einteilen. Es gibt nur einen Himmel und die eine ungeteilte Liebe Gottes. Aber wie soll sich die innere Aussöhnung ereignen, wenn mir keine Gerechtigkeit widerfahren ist? Wenn vielleicht ein Konfliktstoff nicht lösbar ist? Die heutige Messfeier ermuntert jede und jeden, alles, auch das unlösbar Erscheinende und die mir schwer aufliegenden Menschen in Gottes Hände zu legen. In meinen Gedanken diskutiere ich nicht länger über all die negativen Erlebnisse und überkommen mich im Alltag diese Gedanken und ziehen mich aufs Neue herunter, setze ich ein Gebet oder ein Wort aus der Heiligen Schrift dagegen. Gebet und Gottes Wort fängt die negativen Gedanken ein, die mich innerlich vergiften wollen. Gebet und Gottes Wort heilt solch seelische Blutungen. Unser Gotteslob enthält ein Lied, dessen Text diesen Prozess der Befreiung und Verwandlung durch Gott wunderbar ins Wort bringt. Alles darf ich Gott übergeben, auf das er es wandelt. Dieses Lied im Gotteslob Nummer 437 sagt: Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich, wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Liebe Schwestern und Brüder, der Einhalt, die Feier als Einladung, mit Gottes Beistand den Weg der inneren Versöhnung und Befriedung zu wagen, innerlich ausgesöhnt mit dem Nächsten und mit meinem Leben, vermag ich vertrauensvoll in die Zukunft zu gehen. Und ein dritter und letzter Impuls: Dankbarkeit leben. Die heutige Feier will einmünden in die Haltung der Dankbarkeit und diese Haltung zu vertiefen. Gottes Spuren auf meinem, auf unserem gemeinsamen Lebensweg zu entdecken, der Wille zur Versöhnung mit all dem Schweren im Leben, das führt zur Haltung der Dankbarkeit. Der heilige Thomas Morus brachte die menschliche Blockade für die Haltung der Dankbarkeit auf den Punkt. Er schrieb: Erlittene Übeltaten meißeln wir in Marmor, empfangene Wohltaten schreiben wir in Sand. Liebe Jubelpaare, liebe Schwestern und Brüder, innezuhalten und mit dem Herzen auf das Leben, auf die gemeinsamen Ehejahre zu blicken, kann der Erkenntnis dienen: Ich bin ein beschenkter Mensch, beschenkt vom Gott, beschenkt vom Nächsten, beschenkt vom Leben. Ich bin ein Mensch, der Grund hat, Danke zu sagen. Das tun wir jetzt gemeinsam in dieser Feier der Liturgie, Eucharistie, Danksagung. Die Haltung der Dankbarkeit soll sich aber draußen vor der Kirche, wenn wir hinausgehen, in den Alltag fortsetzen. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens, das die Wohltaten aufbewahrt und um die Wohltaten weiß. Dankbarkeit als Gedächtnis des Herzens. Nicht die Erfolge und nicht die Niederlagen zählen, sondern es kommt darauf an, mit dem Herz auf das Leben zu schauen, und das fördert Dankbarkeit. Ein großer Denker formulierte einmal: Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ich und wir, die Konzelebranten, wir alle wünschen Ihnen die Haltung der Dankbarkeit.
wenn sie Gottes Spuren in ihrem Leben entdecken konnten, wenn sie alle Schwere und Bedrückende in Gottes Händen legen, dann verwandelt das sie. Dann werden sie versöhnt sein mit dem Leben und ihren Weg voll Vertrauen und Hoffnung fortsetzen können. Möge ihnen der Herrgott das Glück gewähren, das eine solche Dankbarkeit hervorbringt. Amen. Liebe Ehepaare, liebe Ehejubilare, nachdem uns unser Herr Bischof das Wort Gottes in der Homilie ausgelegt hat, dürfen Sie dieses Jahr 50 Ehejahre zurückblicken, Ihr Leben wiederum unter den Segen Gottes stellen. Herr Bischof wird jetzt ein allgemeines Segensgebet sprechen und danach können Sie paarweise zum Einzelsegen nach vorne treten. Hier vorne vor den Altarstufen werden die Geistlichen stehen. Treten Sie bitte paarweise aus der Mitte nach vorne. Lasset uns beten. Herr und Gott, wir preisen deinen Namen, denn du hast diese Ehepaare in guten und schweren Tagen mit deinem Schutz begleitet. Wir danken dir, dass diese Paare viele Jahre im Sakrament der Ehe verbunden sind. Wir bitten dich, segne diese Eheleute, stärke ihren Glauben, festige sie in der Hoffnung und lass sie in der Liebe wachsen, damit sie weiterhin eine gute Ehe führen und ihren Kindern und Enkelkindern das Beispiel eines christlichen Lebens geben. Hilf, dass diese Eheleute dich in frohen Tagen loben, in der Trauer bei dir Trost finden und in jeder Not deine Hilfe erfahren. Lass sie in der Gemeinschaft deiner Kirche mit dir verbunden bleiben, gewähre ihnen ein hohes Alter und schenke ihnen nach diesem Leben die Vollendung in deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Guter Gott, in der Kraft des Heiligen Geistes schenkst du uns Hoffnung, die unseren Glauben stärkt. Mit großem Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir. Höre unser Gebet. Wir beten für die anwesenden Jubelpaare und für alle, die in diesem Jahr ein Ehejubiläum feiern. Steh ihnen bei, erhalte ihre Liebe und Zuneigung und schenke ihnen viele gemeinsame Jahre. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Paare, die sich auf den gemeinsamen Lebensweg begeben haben. Stärke sie in Krisen und Nöten und schenke ihnen immer wieder von Neuem Hoffnung und Freude in der Liebe zueinander. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bieten für die Kinder, Enkelkinder, Angehörigen und Freunde dieser Paare, die im Glauben verunsichert sind, die Zweifel haben oder an der Situation der Kirche leiden. Lass sie eine lebendige Gemeinschaft sein, die sich gegenseitig unterstützt, und stärke sie in ihrem Glauben. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für jene Eheleute, die sich fremd geworden sind und die um ihre Liebe ringen. Lass sie nicht aufhören, aufeinander zuzugehen und Verständnis und Geduld füreinander aufzubringen. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, wir bieten für alle, deren Beziehung trotz guten Willens gescheitert ist, die für sich keine Orientierung mehr haben. Stärke sie und zeige ihnen neue Wege aus ihrer Trauer und Enttäuschung und lass sie deine Liebe spüren. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die in Kriegsgebieten leben, deren Leben in Gefahr ist, für Menschen, die von Konflikten bedroht sind. Schenke ihnen Menschen, die ihnen beistehen und die sich um Frieden und Versöhnung bemühen. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und lass sie dein Angesicht schauen. Ihren Angehörigen und Freunden schenke Trost und die Hoffnung auf ein Wiedersehen bei dir. Du Gott der Hoffnung, wir bitten dich, erhöre uns. Lebendiger Gott, du hast diese Paare auf ihrem Lebensweg begleitet und hörst auf ihre Bitten und Gebete. Stärke und behüte sie,
damit sie nicht aufhören, dich zu loben und zu preisen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, schau gütig auf die Gaben, die wir beim Gedenken an den heiligen Willibald darbringen. Hilf uns, das Leiden und Kreuz deines Sohnes, das wir im Sakrament feiern, in unserem Leben auf uns zu nehmen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Lasset uns würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und bei der Verehrung des heiligen Willibald das Werk deines Erbarmens zu rühmen. Aus Liebe zu Christus verließ er seine Heimat und zog als Pilger ins heilige Land, den Spuren deines Sohnes zu folgen. Du gewährtest ihm die Gnade, in Jahren der Stille und Besinnung durch Gebet und Arbeit deiner Kirche zu dienen. Du hast ihn gerufen, in unserem Land die frohe Botschaft zu verkünden und ihn bestellt zum Sämann deines Wortes und zum guten Hirten nach dem Bild deines Sohnes. Mit reicher Ernte kehrte er heim zu dir und empfing die Krone des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preist dich die Schar der Gläubigen und verkündet mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Mensch und Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Feind mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Gregor Maria und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit Willibald und Walburga, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser, sondern erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn Christus ist unser Friede, ist unsere Versöhnung, ist die Offenbarung der Liebe des Vaters. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen der Liebe.
das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.
lasset uns beten. Ewiger Gott, schenke uns neues Leben und neue Glaubensfreude durch das Sakrament, das wir beim Gedenken an den heiligen Willibald empfangen haben, damit wir nach seinem Vorbild deine Botschaft durch unser Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Jubelpaare, danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, wir haben jetzt noch Gelegenheit zur Begegnung. Da möchte ich Herrn Wittmann und seinem Team danken, dass uns diese Plattform der Begegnung jetzt im Anschluss an den Gottesdienst ermöglicht. Mein Dank in Ihrer aller Namen gilt dem Neumarkter Regionalkantor Jan Blahuta und seiner Frau. Dank für die musikalische Gestaltung dieser Eucharistiefeier. Ebenso danke ich den Ministrantinnen, Ministranten und den Alumnen des Priesterseminars für den liturgischen Dienst. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige, gütige und menschenliebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Liebe Jubelpaare, wie der Bischof schon angekündigt hat, sind Sie nun sehr herzlich eingeladen zum Stehempfang gleich gegenüber im Garten des bischöflichen Ordinariates. Wenn Sie dort aus der Kirche rauskommen, rechts über die Straße gehen und auch das große Tor in den Garten. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich als Paar zusammen mit dem Bischof oder so fotografieren zu lassen. Wir haben dazu von der Domrenovierung ein ehemaliges Ziffernblatt des Domes dort aufgestellt als Hintergrund. Kinder unserer katholischen Kindertagesstätten haben das Motto dieser Willibaldswoche Hoffnung schöpfen kreativ umgesetzt. Sie haben Papier geschöpft mit Blumensamen darin, um dadurch auch ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Diese kleinen Kunstwerke, die daraus entstanden sind, werden Ihnen an der Ausgangstüre der Kirche überreicht. Herzlichen Dank und herzliche Einladung zum Stehempfang. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.